Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW 137. So, wir sind auf dem Weg. Eigentlich um Vögel zu töten. Wir müssten auch. Oh, Satellite. Also kommt selbst gebracht. hier müssten auch irgendwo diese komischen Vögel rumfliegen. Aber da wir Wildtiere anzeigen haben. Der ist Alec. Aber das können wir mitnehmen. Der droppt Schuss, der, ne? Wäre das eigentlich zähmbar? Nicht zähmbar. Und das? Außer Reichweite. Die Anzeige ist für die Mitte, weil, sage ich euch jetzt. Von der Allianz kontrolliert. Und zwar können wir da in der Mitte Sachen kaufen. Und es ist so eine Art Mini-Open World PvP-Gebiet. So ähnlich wie die Arena, die Gorobashi-Arena. Nur dass hier nicht jeder gegen jeden, sondern auch Horde gegen Allianz spielt. Und unter anderem kann man da zum Beispiel Reittiere kann man da kaufen und eine Tasche. Ich glaube eine 16 oder 18 Platz Tasche. Ich glaube 18 Platz. Und damals heiß begehrtes Teil. Weil 16 Platz Taschen hatte dann auch nicht jeder. Und die 18 Platztaschen, die waren dann schon recht teuer, weil es war Magie erfüllt von der Stofftaschen. Und wenn ihr die haben wollt, musstest du schon teilweise recht viel Gold für erblattern. Dann gab es noch 20er, das waren Mondstofftaschen. Hat dann eine 500 gekostet. Und das war echt hart zu farmen, Gold. Aber seht ihr ja selber hier. Die ganzen Kosten für die Lehrer und so. Und mittlerweile hat man ja locker diese 30 Platztaschen immer. Man braucht ja nur einen Schneider haben, die Garnison. Da war das Ding geritzt. Hat zwar ein paar Tage gedauert, aber war quasi umsonst. Daher kein Problem. Da gibt es auch Kronenruf. Schön, schön, schön. Wir wollten eigentlich die Vögel töten. Was sind wir denn hier überhaupt? Geschlagen von Gut und Böse, ehrlich. Oh. Nehmen wir wieder mit. Zack. Oh, ich sehe gerade, unser Abaddon ist nicht mehr der gesündeste. Ja. Ja. Ich brauche irgendwas anderes zum Angreifen. Ah. Oh Mann, ey.
Ach, muss eh essen, trinken. Oh, rufe ich schon gleich wieder neu. Dann ist das auch schon wieder gut. Da müssen wir jetzt noch nicht hin. Einen großen Kalender gibt es ja auch noch nicht. Gibt nur die Uhr. Da Map. Was ist das? Genau, Elec-Zähne. Das ist die Hordenbasis. Und, oh, Thronelement. Dann können wir auch gleich mal kurz Abstecher machen. Da müssen wir eh hin. So. Mal sagen, Avedon wieder. Unsere Avedon. So, da kriegt erstmal was Gutes. 4, 3, 2, 1 und nochmal. Noch ein lecker Leckerli, zack, bumm. Ist auch noch was. Trinken was meine ich. Dann haben wir 75%, wenn wir die Vögel noch killen und Quest abgeben. Vielleicht kriegen wir dann Level Up. Das wäre ja cool. Weil gefühlt ist das schon lange nicht mehr passiert. Pullen alles. Ja, immer dasselbe mit uns. Da sieht man schon den Thron der Elemente. Hier gibt es viele Talbox. Hier gibt es auch eine lustige Quest. Können wir die annehmen? Nee. Da muss man Bären sammeln aus ja, Kackehäufchen, die rumliegen von den wer ist denn das hier? Talbox. Mit aus den Bären? Oh, hei, hei, hei. Und aus den Bären kam, wenn man die nimmt, hat man Unterwasseratmung. Ich glaube 30 Minuten oder 10 Minuten. So um den Dreh. Und Elemente. Eine seltene Bohne, genau, hier. 30 Minuten Wasseratmung. Geil, ja, wo wir gerade hier sind, weil die geht recht fix, die Quest. Ist quasi zum Mitnehmen. Wer sieht, leuchtet alles schon möglich hier. Können wir in dem Kackehäufchen rumlaufen, fühlen. Oh Mann, oh Mann. Wir tun auch alles für Gold und Erfahrung. In der Kacke buddeln. Bah. Müsste sich noch hier die Hände waschen können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Quest gibt es immer noch. Was ich damals rausgenommen haben, war, wo man sich betrinken konnte und dafür was bekam. Ah, beim Braufest war das, glaube ich. Da sagte irgendwann hier, ich weiß gar nicht, ob Amerika sagte, oder sogar Deutschland, hier von wegen bla bla bla.
Alkohol wird da verherrlicht, weil durch Alkohol man irgendwas gewinnt, bla 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 bla. Bitte entfernen. War schon eine Riesendiskussion damals. Daran erinnere ich mich düster. Dann haben die das rausgenommen, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und es ging sich darum, weil das Spiel ab 12 ist und dann Kinder das sehen und das dann denken, na, probieren wir das auch aus. Betrunken irgendwas zu tun. Oje, oje. Noch ein bisschen müde. Nix drin. Wenn die Berg baut, da ist meistens so Blödsinn drin. Irgendwie so kaputte Steine oder sowas. Ist anscheinend ein Nest. Doch wohl noch jemand. Kann ich den mal angucken? Nee, komm. Eine Hand. Ach, Kräuter sammeln. Trachten. Oh. Oh. Ja. Eine Black Temple Jäger, ne? Ja. Nicht schlecht. Ah ja, den Bogen würde ich auch nehmen. Sieht schick aus. Ja, ist nämlich auch ein Tierherrschaft. Das ist das, was ich meinte. Die haben nämlich auch diesen gezielten Schuss geskillt. Stoch richtig im Kopf. Falsch. Das müssten wir dann noch skillen. Das hat sie nicht geskillt. Das da. Ja, okay. Das macht Sinn. Und hier genau schneller Tod, wovon ich auch sprach. Aber mir nicht mehr sicher war. Ja. Ist irgendwie so war es nämlich. Auch wenn es schon was länger her ist. Manche Sachen bleiben irgendwie manchmal im Kopf. Vor allem, wenn man es ewig getan hat, nicht wahr? Oder auch damals Raiden war, das mitbekommen hatte, was die dann so skillen mussten. Naja. Oje, oje. Seegeister töten. Aber reiten jetzt erstmal ein Stück weiter, damit wir hier auf jeden Fall wissen, dass wir wiederkommen müssen. Passt da schon ganz gut. Ich hatte gerade überlegt, einen Wasserschreiter auszupacken, weil das sinnvoller wäre, aber wir haben ja keinen Wasserschreiter. Den gab es noch nicht. Und wie ihr seht, sobald man ins Wasser kommt, mit Mount, wird man abgemountet. Das wird man ja mittlerweile auch nicht mehr. Und wir haben die Unterwasserbeere. Oder Pet mag auch kein Wasser. Aber so sind wir auf jeden Fall gewaschen jetzt.
Und dieses reine Wasser, das ist für Ingenieure. Da gab es damals so eine, das sah aus wie so eine Art Pistole, die man sich passen konnte, oder so eine Art Gewehr. Und damit konnte man das aufsaugen. Dann gab es das dann auch mit Feuer und mit Luft. Außer mit Erde nicht. Naja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn die heißt Let's Play WoW. Folge, ich habe schon wieder vergessen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Teilt das Video und auf Wiedersehen. Tschüss.